Soul Mask erscheint am 31.05. auf Steam im Early Access. Und ich möchte dir heute einen Überblick über das Spiel geben, damit du weißt, ob das Spiel etwas für dich ist oder nicht. Soul Mask bezeichnet sich selber als realistisches Open-World-Sandbox-Game. Realistisch insofern, als zum Beispiel Dinge wie der Kampf so sich anfühlen sollen, wie es in der Realität tatsächlich auch wäre. Soul Mask bietet dir sehr viel Inhalt auf einer sehr großen Map von 64 Quadratkilometern mit 7 verschiedenen Regionen von Dschungel über Wüste bis Schnee. Du kannst das Spiel solo im PvP online oder auch im PvE mit Freunden spielen. Im Spiel treibt dich der Inhalt voran. Je mehr du entdeckst, je mehr Schwierigkeiten du überwindest, desto mehr Inhalte und Möglichkeiten schaltest du dir auch frei. Aber was ist denn nun das Besondere an Soul Mask und wie unterscheidet es sich von anderen Spielen? Das ganz Besondere sind natürlich zuerst einmal die Masken, die du gleich am Anfang bekommst, wenn du ins Spiel startest, also zumindest deine erste Maske. Es wird im Laufe des Spiels verschiedene Masken geben, die dir unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Einerseits bekommst du von dieser Maske eben spezielle Fähigkeiten, andererseits kannst du mit Hilfe der Maske NPCs übernehmen, die wiederum andere spezielle Fähigkeiten haben können, die du noch nicht hast. Durch dieses Übernehmen der anderen NPCs bleibst du also nicht unbedingt immer in dem Charakter, den du dir zu Beginn des Spiels erstellt hast, sondern du kannst in verschiedenste deiner Stammesmitglieder mit Hilfe dieser Maske wechseln und kannst dann als diese Person, als dieser Charakter weiterspielen. Die Grundidee hierhinter ist, dass du dein Bewusstsein hochlädst und wieder runterlädst und du hast damit eben die Möglichkeit, ganz spezielle Fähigkeiten in ganz besonderen Situationen zu benutzen. In Soul Mask begegnen dir drei Zivilisationen. Einerseits die primitiven Barbaren. Du gehörst selber auch zu diesen primitiven Barbaren. Dann findest du Ruinen und Pyramiden einer alten, schon weiterentwickelten Zivilisation. Und außerdem gibt es eine rätselhafte, außerirdische Zivilisation, über die du mit deiner Maske letztlich verbunden bist. Und all diese Zivilisationen sind dir nicht wirklich wohlgesonnen. Das zweite Besondere ist das Stammesmanagement. Ich muss sagen, das hat mich wirklich umgehauen, als ich das gesehen habe, wie das funktioniert. Das ist sehr gut ausgedacht und sehr ausgefeilt, meiner Meinung nach. Das ist ein wirklicher Hingucker hier. Alle NPCs in Soul Mask bringen eigene Fähigkeiten mit, eigene Vorlieben oder Abneigungen. Wenn es ihnen gut geht, dann tanzen sie für dich oder vor dir oder auch wenn du nicht da bist. Wenn es ihnen weniger gut geht, dann arbeiten sie aber auch weniger. Sie haben Vorlieben wie ich mag nicht gerne baden oder ich mag besonders gerne baden. Ich bin nicht so gut im Kampf, wenn ein bestimmtes Tier in der Nähe ist oder sie legen Wert auf bestimmte Kleidung, auf bestimmte Nahrung oder sie wollen nur mit bestimmten Waffen kämpfen und vieles mehr. Deine NPCs bringen bestimmte Professionen mit, das heißt also bestimmte Karrierewege, die sie sozusagen einschlagen können. Sie sind Arbeiter oder Jäger oder sie sind spezialisiert für Kämpfe oder als Träger oder um deine Base zu bewachen. Man kann sie also immer entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen und sie lernen auch dazu, so dass sie sich weiterentwickeln und besser werden in dem, was sie tun. Du kannst sie natürlich auch als Begleiter mitnehmen oder, wie vorher schon gesagt, du kannst sie sozusagen übernehmen, ihr Bewusstsein übernehmen und kannst dann mit ihnen spielen. Was Tätigkeiten angeht, die ja in manchem Game manchmal etwas nervig werden können, wenn man zum tausendsten Mal einen Baum fällen muss oder ähnliches, so kannst du das Ganze automatisieren und kannst deine NPCs dafür einsetzen. Du kannst sie den Garten bearbeiten lassen, du kannst sie Holz sammeln lassen. Im Prinzip alle Arbeiten, die in deiner Base auszuführen sind, kannst du durch NPCs übernehmen lassen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, dass man eben hier die NPCs einsetzen kann, dass man
das Ganze automatisieren kann. Du kannst sagen, der NPC soll jetzt jeden Tag 500 Bronzebarren einschmelzen. Oder der NPC sorgt komplett alleine dafür, dass es den Tieren, die du hast in deiner Base, also für Fleisch oder ähnliches, dass es denen gut geht. Er wird dafür sorgen, dass sie immer genug Nahrung und Wasser haben. Er wird dafür sorgen, dass, wenn zu viele Tiere da sind, diese geschlachtet werden. Dann gibt es einen anderen NPC, der sorgt zum Beispiel dafür, dass die Materialien immer ordentlich in den verschiedenen Kisten verteilt werden, dass das Feuer immer brennt, dass deine Base sozusagen am Leben erhält. All diese Sachen kannst du automatisch durchführen lassen. Und das ist richtig ein wesentlicher Teil in diesem Game, aber es ist irgendwo auch sehr spannend, das alles zu machen und zu gucken, wie entwickelt sich der NPC, was macht er besser, wie verbessert er sich in seinen Fähigkeiten. Du kannst sie losschicken, um dein Camp zu patrouillieren oder dich im Kampf zu begleiten. Die Entwickler haben versucht, den Kampf so realistisch wie möglich darzustellen. Es gibt 8 verschiedene Waffentypen, die letztlich dementsprechend auf welcher Zivilisationsstufe sich hier unser Charakter oder unsere Charaktere, muss man ja schon fast sagen, in Soul Mask bewegen. In diesen Kämpfen, die du ausführst, wirst du verschiedenste Verletzungen wahrscheinlich erleiden, die du entsprechend unterschiedlich auch behandeln kannst mit unterschiedlichen Materialien und Medizin. Du triffst insgesamt auf 5 Pyramidenbosse und auf eine Vielzahl verschiedener Dungeons, in denen du dann wieder neue Dinge lernst, neue Masken kennenlernst, neue Rüstungen bekommst. Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich selber ziemlich begeistert bin von Soul Mask. Ich habe schon mittlerweile mehr als 100 Stunden auf jeden Fall in den verschiedenen Betas und Demos gespielt und habe noch lange nicht alles erkunden können in dieser Zeit. Es ist einfach ein sehr, sehr unterhaltsames, sehr spannendes Game, das dir für viele, viele Stunden über einen langen Zeitraum Content bietet und wo du neue Dinge erfahren und lernen kannst. Und was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass die Entwickler sehr, sehr, sehr daran interessiert sind, dass es den Spielern im Game gut geht. Es wird immer sehr schnell reagiert, wenn irgendetwas nicht funktioniert hat. Und die Betreuung war auf jeden Fall bisher wirklich hervorragend. Wahrscheinlich können Sie das eh nicht verstehen, wenn ich es jetzt hier sage, aber ein großes Dankeschön für das, was die Entwickler hier bisher geleistet haben. Ich habe einen eigenen Server organisiert und wenn ihr Lust habt, mit mir gemeinsam zu spielen oder eben auch auf diesen Server zu kommen, dann findet ihr unten in der Beschreibung und auch im Community-Tab den Link zu meinem Discord-Server. Also ich habe auch einen neuen Discord-Server aufgemacht und dort findet ihr den Link und dort werdet ihr auch dann die Informationen zu dem Server finden. Der Server selber soll ein PvE-Server sein auf der normalen, also mittleren Schwierigkeitsstufe. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dort treffen und vielleicht gemeinsam ein wenig Soul Mask spielen können, gemeinsam gegen die Bosse kämpfen können und gemeinsam einen Stamm aufbauen können. Es wird weiterhin hier auch Guides, Tutorials und Gameplay aus Soul Mask jetzt geben, auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch in meinem Discord. Da geht es natürlich nicht nur um Soul Mask oder wird es nicht nur um Soul Mask gehen und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao!